Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Pango Boss Let's Play Part. Jo, wir sind hier wieder ein bisschen mit einem Update. Genau, ich habe ganz viele Kisten hier stehen. Wieso? Ich habe überall wieder etwas gesucht und ganz am Schluss gefunden. Nämlich, Azalee-Sachen. Das Biom wurde extrem selten. Jetzt habe ich es gefunden und deshalb habe ich auch sehr viel Loot da. Ich habe die ganze Rüstung kaputt gemacht. Trage jetzt momentan gar nichts. Und ich möchte mit euch heute etwas mit Haustieren machen, also mit Player Pets. Muss mal schauen, was mitschreiben. So, und danach wollen wir ja noch das mit dem Mein Koloniesdorf machen. So, wir müssen mal schauen. Ich brauche den Hahn. Der ist aber ein bisschen verschwunden. Eine Leine. Ich habe aber Schleimklumpen gefunden. Und ich brauche noch, was habe ich noch gesehen? Also einen kleinen Schleim können wir im Sumpf schauen. Braucht einen Apfel. Und Fee und so. Ah, das Schwein. Karotte. Braucht eine Karotte, okay. Also, einen Apfel. Goldklumpen. Eine Leine, die nicht hier ist, weil die Leine brauche ich noch. Und da haben wir noch eine Leine. Geht nichts etwas anders. Muss es eine Leine sein. Das hat hier so diese Bündel da, Lederbündel. Also ich habe leider sonst keine einzige Leine. Wow. Ich möchte eigentlich einen Schleim haben. Was bringt denn der Schleim? Also was machen die Pets überhaupt? Der Hahn, was haben wir noch? Das Schwein. Ich würde gerne das Schwein zuerst machen. Weil mit dem kann ich dann auch reiten. Das hat schon einen Sattel. Aber ich muss eventuell noch so eine Angel machen. Karotte. Weil hier weiß ich wirklich auch, dass ich das Ding habe. Das Pet hier oben. So, also. Eine Zähmungskarotte haben wir uns hergestellt. Gut. Ich habe neue Biome gefunden. Also, neue. Sie sind so ziemlich einfach speziell von Biome so Plenty gefunden. Zum Beispiel so ein Gletscher. Nein, es ist eine Schneewüste, glaube ich, heißt sie. Und ist einfach nur Tiefschnee. Man versinkt in diesen Blöcken hier. Also irgendwo hier war das Schwein. Kann man das irgendwo noch finden oder ist es despawned? Irgendwo hier war das Schwein. Ist nicht im Ernst despawned. Oh, jetzt bin ich aber nicht mehr glücklich. Hier war doch das Schwein. Kennt ihr das noch? Habt ihr das überhaupt gesehen? Da. Da ist ein Schwein. Wo denn? Da vorne, da unten. Da. Ist jetzt ein Schwein? Da. Das sind mehrere Schweine. Mehrere Schweine. Noch ein bisschen weiter. Ah, hier Trixie. So, it's the best trick is normally to understand your language. Also deine Sprache, however you go. Ja, ich hab's ja jetzt gemacht, jetzt kann ich das anreden oder was? Hä? Default Collector. Typ Collector. Ich habe jetzt das benutzt. Aber jetzt hat's nichts gemacht. Und jetzt, wo geht es hin? Okay, das Turning ist so komisch. Ja, wow. Ich brauch dich doch. Nehmen wir es nochmal kurz runter. Oh, die schönen Bäume hier. Mega geil. Ah ja, die Bienen können wir noch vervielfältigen. Das sind jetzt zwei. Ich habe noch eine Biene geholt, da oben, Richtung Vulkane. Also, ich brauche
Schleim. Für Gold. Noch Geritten. Ja, da oben irgendwo. Ich brauche Pain. Ja, so. Okay, nochmals. Sollte eigentlich gehen mit drei. Ich brauche Blumen. Blumen sind hier. Blumen sind besser hier. So. Habe ich extra gesammelt. Bin ich nicht schlau? So, Bienchen, kommt raus. Eine Schere haben wir gerade noch. Ja. Bienchen, kommt raus. Bitte, bitte. Ich hätte gerne Bienen. Mehr Bienen. Die sich zähmen, kommt schon, liebe Bienen. Da ist mal eine Biene. Wo ist die andere da? Oh, ich dachte schon. Nicht reingehen. Wieso bist du jetzt wieder in den Bienenstock rein? Du warst doch irgendwo da unten. Komm raus. Ich möchte gerne mehr Bienen. Wie die mich anschaut. Hallo. Komm jetzt raus. Kann man die, wieso kann man die nicht in Stöcken einfach fressen geben? Oh, mein Gott, ist manchmal einfach nur warten. Die andere kann wegen dir nicht arbeiten, du faule Biene. Jetzt ist sie wirklich am Schlafen, mitten im Tag. Was machen denn diese Bienen immer? Ich dachte, sie seien fleißig. Hallo Biene, komm raus. Mal ein bisschen überlegen, was wir noch machen könnten. Was ich noch zeigen. Also, was ich zeigen wollte, ist klar. Ich wollte noch die Biome zeigen, also dort, wo ich einfach war. Ich wollte ein Piratendorf zeigen, wo wir ausbauen können. Das ist ein ganz normales Dorf. Und dort auch handeln. Ich könnte mal kurz auf der Map diesen riesen Gletscher, ja, Eisschollen-Ding zeigen. Schaut euch mal, wie groß. Also 20 Kilometer groß. Naja, gut. Eisberggebiet. Okay, die Biene kommt leider nicht raus. Die ist zu faul. Schade. Ja, und hier oben, ja, sonst, das könnte ich noch zeigen. Dieses Gebiet ist geil mit den farbigen, hier sind sie nur einfarbig, also nur grünlich. Und hier ist dieses Eisschollengebiet hier. Das sieht jetzt grau aus, aber es ist ganz weiß. So, nein. Gut. Mit den Blümchen und den Bienchen und den Blümchen. So. Gut, wunderbar. Also haben wir das auch geschafft. So, jetzt muss nur noch dieses Schweinchen nochmals kommen. Und dann kommt's dran. Jetzt bitte, bitte. Hoffentlich klappt das jetzt. Ich möchte doch dich als Schweinchen. Ich trick sie. Aha. Und jetzt Collector. Hey, ich verstehe diesen Mod nicht. Wow, ein goldener Apfel? Nee. Ich habe es jetzt gefüttert. Ja, ist zu zähmen, aber ich habe es doch jetzt viermal gemacht. Wie hoch ist denn diese Wahrscheinlichkeit? Wahrscheinlich sehr niedrig. Also irgendwie geht das jetzt gerade nicht so gut. Okay, ich verwende einen goldenen Apfel. Ich habe ja ein paar gefunden. Aber das muss ich noch wissen. Warte, warte mal kurz. Irgendwo Bücher. Ziert. Hier. Habe ich irgendwie das Buch irgendwo?
nicht die Büchertruhe. Es gibt noch eine Büchertruhe. Hey. Da. Das ist es. Ich hab's ja schon. Okay, gut. Play Commands in New Companions. Fortschritt. 15 von 15 weg. Companions. So, ich brauche das Pick. Okay, es ist ein Lastesel. Beetroot kann es auch. Ja, und wie lange muss ich das zähmen? An welchen Corgi? Okay. Control. Pet your companion. Okay, pet heißt irgendwie einfach verwöhnen. So ein bisschen streichen. So, ne, das andere Aggressionslevel, passiv neutral, aggressiv. Okay, wie aggressiv sein soll. Gut. Ja. Muss ich nochmals. Ich tue jetzt mal die Sachen einfach hier rein. Der Sattel nicht. Und Mohn kann ich auch mal hier rein tun. Genau, die Holtenay-Comps. Hier. Jo, der Garten ist wieder ein bisschen gewachsen. Schön. Dann haben wir noch das Geschenk. Genau. Und was haben wir bekommen? Ein Player. Geil. Cool. Schaufensterpuppe. Man kann ihn sogar ausrüsten. What the fuck? Wie geil. Genau, dann habe ich ja noch eine Trophäe bekommen für 100 Kisten geöffnet. Ich sehe es jetzt gerade. Müsste hier sein irgendwo. Geil, Dark Game. Hier haben wir einen Ingenieurstisch. Okay. Ist hier irgendwo? Hier? Nein, nicht runterfallen. Ich will doch nicht runterfallen. Dann kann ich gleich mal kurz schlafen. So. Ich muss mal kurz schauen. Haben wir hier Erde? Hier irgendwo. Nur wenig Erde. Genau. Hier unbedingt zumachen. Das geht nicht. Das ist unerhört. So. Wunderbar. Also nochmals schauen. Hier haben wir. Ich sehe, ich weiß nicht, wie er aussieht. Irgendwo hier. Da! Centennial Trophy. Sehr gut. Im Kopf. Hallo. Nein, da. Aha. Okay. Easy. Okay. Das haben wir auch geschafft. Also, dann gehen wir mal an bestimmte Waypoints. Zum Beispiel der Darkstone. Da gibt es diese ja, dunklen Steine, die sehr schön aussehen. Da haben wir noch ein bisschen Diamanten. Und jo, hier habe ich überall, da haben wir auch noch Diamanten. Es sind so viele, ich kann die nicht mehr einsammeln. Es sind zu häufig geworden. Jo, hier haben wir nichts mehr. Dann weiter drüben haben wir dann das Leuchtmoos gefunden. Schaut euch mal, wie groß. Und hier drüben das blaue Moos. Ja, hier sammle ich noch diese Blumen ein. Natürlich noch mehr Leuchtmoos. Jo, unglaublich groß. Und sehr schön. Und ich mag diese Frosch-Quakentöne. Richtig geil.
Jo, und hier gab es überall die Schätze, oder? Deshalb habe ich so viele Truhen voller Schätze. So schön. Gut, dann habe ich noch das Dorf. Genau hier. Und dieses Dorf, ja, sieht einfach sehr schön aus, möchte ich gerne ausbauen. Hat auch bestimmte Gebäude. Wo sind die Dorfbewohner hin? Hier sind sie. Ja, möchte ich einfach so mit der Zeit immer wieder ein bisschen ausbauen, neue Häuser bauen. Und hier das Grashaus, oder? Wenn ihr versteht, was ich meine. Genau. Jo. Und hier gibt es auch bestimmte Bäume. Hier oben zum Beispiel der Park. Der gibt einfach den Papier. Jetzt, weil ich ihn gesammelt habe, nicht gut gewachsen. Und hier ist der Rest von diesem Eisbergbiom. Tausende von Eisbergbiomen. So, ein Ahornwald. Und dort drüben haben wir mehrere Türme. Die könnten wir eigentlich jetzt noch machen. Wir machen mal beide Türme. Und wir machen das mit dem Harvestcraft einfach dann im nächsten Part. Das dauert ja auch lange und ich muss mich auch. Ja, vielleicht reicht es noch, wenn es noch reicht. Können wir einfach mal schauen, was wir alles brauchen an Rohstoffen. Sonst muss ich das einfach auswendig, also auswendig, so raten, was genau, oder? Jo. Ich brauche wahrscheinlich viel Holz, aber welches Holz? Dschungelholz wird schwierig. Mit diesem Mod, der halt automatisch alles abbaut, droppt sehr wenig Setzlinge. So, also da haben wir eine dieser zwei Türme. Die zwei Türme, der andere ist nicht mehr sichtbar. Tiefenschieferziegel, wie schön der aussieht. Okay, Kaninchenfell, ganz viel. Geil. So, einen Webstuhl brauchen wir natürlich. Da ist noch ein Lagerfeuer, Honigwarm, Tischsäge. Okay. Der brauche ich natürlich auch. Die Kerzen brauche ich auch. Ich brauche keine Kerzen im Haus. Ich brauche Kerzen. Okay. Ja, und einer kann ja explodieren. Also eine Kiste explodiert manchmal. Ich muss also schnell looten können, deshalb. Ey. Schnell. Ich werde nicht so viel Schaden bekommen. Okay, ist ja noch nicht ganz oben. Wolle. Schön, nicht selten. Aha, ich gehe einfach mal runter. Könnt ihr noch explodieren? Automatisches Runtergehen. Was ist das Schärfe nur? Verbrennung. Amorpie ist sogar. Cool. Also das ist jetzt ein friedlicher Turm scheinbar. Da passiert scheinbar nichts. Aber wir könnten noch etwas übersehen haben. Ich glaube nichts mehr. Also es könnte hier auf dem Dach oder so noch etwas sein. Aber ich glaube eher nicht. Soll ich das? Okay. Nehmen den Alchemie-Table, genau. Machen wir es mit Alchemie-Tisch. Da ist auch nichts drunter. Also schöner Turm, aber sehr unnütz. Ja, wir sind schon nützlich. Also ja, es gab schon bessere Türme. So, und jetzt kommt der Prismarine Tower. Den möchte ich am liebsten abbauen. Der Prismarine natürlich jetzt noch nicht so gut erreichbar ist zum Bauen. Aber ich lasse ihn so.
Und dieses Meer hier rechts und so könnte noch viel beherbergen. Da ist noch ein Ding, ein Rock, okay. Ja, das mit dem Minecoin ist sehr zeitaufwendig zum Grinden, oder? Man muss ja die Rohstoffe alle holen, so. Das kann ich natürlich nicht so ein bisschen reinpressen in einen Part. Müssen wir dann schauen, aber im nächsten Part. Die Meeresgurken muss ich ja nicht unbedingt sammeln. Oh, geil. Da haben wir schon mal Rohstoffe. Und hier gibt es einfach keine. Also das ist, könnte ein Turm sein, der kaputt geht. Haben wir noch irgendwelche. Könnte die weiße Wolle verwenden. Aber es ist ein bisschen zu wenig. Okay, ein Knochenblock. Interesting. Interesting. Schöne Sachen hier. Ja. Und einmal Rezeptbuch. Habe ich irgendwas Neues? Leuchttintenfischbeutel. Okay. Also da oben geht's kaputt. Nicht einfach das falsche Knopf drücken fürs. Okay, da passiert noch nichts. Ist uns nichts mehr da oben? Nö. Okay. Schere. Also es passiert nichts. Okay. Komisch. Was hatte ich denn für eine Welt? Das war die Welt, wo ja, man ganz im ersten Part noch ein bisschen gesehen hat. Die hatte überall Türme, die einfach kaputt gingen. Alles ist in die Luft gesprengt worden. Der Drago hatte einfach nur Probleme. Ohne einen Ananas. Und Ginger, also Ding, sag's auf Deutsch. Ingwer. Ui. Cool. Okay, sehr schön. Also, was finden wir noch im Ozean? Gut mal. Ja, ich kann nicht mehr tauchen. Irgendwo ist ein Werfer. Bist du der Werfer? Hey, wo ist der Werfer? Ah, da ist der Werfer. Okay. Ich muss ein bisschen aufpassen. Da ist noch eine Ruine. Gott, Gott. Der macht unglaublichen Schaden, ist verzaubert. Ich werde es merken, ist ja hier nicht so weit weg von diesem einen Dorf. Da werde ich jetzt nicht hingehen, weil die sind einfach zu OP, sie treffen zu gut. Dort ist auch irgendwas gewesen, auch ein Portal wahrscheinlich. Das vermag ich jetzt nicht zu machen. Ich habe zwar viele Leben, aber keine Rüstung. Nochmals ein Portal. Krass. Das Meer des Portals. Der Portale. Wie? Und runter mit uns. Puh. Ja klar, weißt du, diese dummen Mods machen alles voll. Aber nur Schrott drin. Gut, können wir halt auch gut tauchen. Also jetzt seht ihr, wo ihr überall die Items herkommen. Es droppt halt mega viel. Oh je, jetzt sind wir mitten.
der Nacht auf dem Ozean. Genau. Als Abschluss können wir noch ein bisschen etwas verzaubern. Ich muss ja mindestens noch ein gutes Schwert und eigentlich noch eine Spitzhacke mit Eifer drauf, Haltbarkeit. Na, Glück habe ich, glaube ich, schon auf, nein, auf einer Eisenspitzhacke. Ja, auch alles noch dort. Okay, aber die Türme sind sehr praktisch. So. Nur eben, ich kann mich nicht nach oben bewegen. Also der Turm kann ich ja kaputt machen. So, einfach nach oben bewegen. Und gleichzeitig noch Sachen einsammeln. Was ist das hier? Geweihkorallenblock. Okay. Lücker runtergefahren. Da ist ein Block. Nicht so schlimm. So, wow. Krass. Und das ist Sand. Oh, der ist jetzt besser, der Turm. Und jetzt explodiert dann bald alles. Ich weiß jetzt schon. Das ist so mega random. Sandiger Wegstein, okay. Interessant. Gut, also dann gehen wir runter. An die restlichen Blöcke ein. Sonst nichts mehr. Ich kann ja noch ein paar Seegurken hier mitnehmen. Jo. Also das mit diesen Portalen muss ich mir dann anschauen, genau. Sind die hier in der Liste eigentlich? Die waren früher mal in der gleichen Liste drin, aber scheinbar nicht mehr. Was ist dieses T1? Was habe ich denn dort gehabt? Keine Ahnung. Wo ist es jetzt? Da. So. Ah, mit dem Boot. Cool. Ja, da könnte etwas passieren. Was ist jetzt eigentlich los? Habe ich alles verbuggt? Hallo? Ich bin ja im Kreativmodus kurz raus und wieder rein. Da hat sich irgendwas mit dem Boot verbuggt. Ich wollte nicht auf ins Boot eigentlich. Beziehungsweise, ich wollte ja noch nicht teleportieren, wo ich nicht auf dem Boot bin. So. Ich hoffe, wir werden zurückgesetzt. Sonst müssen wir kurz in den Spectator-Mode. Ist denn doof. Ladezeiten wurden auch höher. Eigentlich geht es relativ schnell, aber jetzt geht es gerade sehr langsam. Das Spiel ein bisschen überfordert ist. Und einfach der Mod, der hat uns irgendwie falsch teleportiert. Nicht gut teleportiert. So. La 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 la. Der Ladebildschirm Simulator. Ja, danke schön. So, gut, also. Wir nehmen das mit natürlich. Jetzt läuft's gar. Ja, geil. Können wir nichts mehr einsammeln? So, wo ist das Boot? Jetzt das Boot kaputt gemacht wegen Kreativmodus. Ah. Oh, nicht überlegt. Egal. Also nochmals. Jetzt mit Kreativmodus.
Aus. Ja, jetzt geht's. Okay. Dann wieder zurück. Huiuiui. Dachte ich mir schon. Also machen wir die Sachen. Machen wir die einfach mal. In der nächsten. Na, Glocke Kisten, ja. Zum Beispiel hier. Rein, dann haben wir noch zwei von den. Ist leider auch schon voll. Mache ich die auch mal irgendwo rein. Zum Beispiel hier. Schön zu den Pflanzen. Und diese Atlas Seed, ich weiß nicht, was das ist. Atlantis Atlantian Fire Melon Frucht Seed. Was? Man kann sie einfach ins Wasser setzen, aber sie bringen nichts. Man kann sie nicht ernten, sie wachsen nicht. Ja. So, also. Nur noch Eisenwänden. Vielleicht Dinge auch noch rein. Und dann haben wir hier noch Ding. Okay, und in dieses Portal, Kristallportal, müssen wir auch noch gehen, aber erst müssen wir noch gute Waffen haben. Gut, bis zum nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen. Jo, hier habt ihr noch die Anglerkiste nochmals kurz. Das habe ich geangelt. Es ist eine gute Angel, die ich hier gemacht habe. Ja, beim ersten Mal direkt eine Diamantangel verzaubert. Ist gut rausgekommen. Ja, ein Mondfisch. Gut, tschüss zusammen.